Dankeschön. Das ist hier? Flammen? Nee. Keine Ahnung. Ist die Tür da? Ja, die ist noch verwendbar, sehr gut. Beziehungsweise offen. So, und jetzt kann ich hier ganz gemütlich. Kann ich jetzt hier? Oder? Nee, das war zu früh. Ist da jemand? Ist das jetzt ein Witz? Bitte, kommen Sie mit mir mit. Das ist doch ein Witz jetzt, oder? Start. Rennen hat Unfälle zur Folge. Du bist ein Unfall. Ha, die Tür ist zu. Was machst du jetzt? Da warten? Das ist in diesem Bereich nicht gestartet. Das auch nicht? Lassen Sie das. Wie sieht's damit aus? Und das? Nix. Er rennt weg. Und das hier? Und was? Ist Schweigen. Idiot! Dämlichen Roboter. Ja, komm. Lag doch Alarm, es ist mir Latte. Vielleicht ist es mir auch nicht Latte. Oh, nur ein Schuss. Praktisch. Sehr schön. Jetzt noch daraus. Dann haben wir es auch schon. Oder? Hier nochmal speichern. Dankeschön. Und da lang. Affig-Bug betrachten. Ah, hier. Okay. Dunkel wie. Geräuschmacher? Jetzt? Ja, danke. Das war falsch, oder? Glaube ich. Irgendwie. Da geradeaus. Da runter? Nee, jetzt bin ich zu weit. Wahrscheinlich ist es wieder ein Stock unter mir, ne? Ja. Wie komme ich jetzt? Ah. So. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren. Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma. Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland Yutani Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen. Ich hab's gehört. So, jetzt hier. Ja. Ist das richtig? Ich hoffe es mal. Sieht noch aus. Aber hier kann ich nochmal speichern. Dankeschön.
Hallo? Kommt da noch mal was, oder? Ah. Da ist es ja. Na komm. Bitte. Hast du nicht ganz so viel Zeit? Und zum Apollo-Kern. Apollo-Kern. Auf geht's! Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Das Spiel geht doch noch länger, oder wie ist das jetzt? Ah ja. Das sah für mich nämlich auch irgendwie wieder Schluss aus. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber... Schusswaffen registriert. Systeme sind auf von Gefahreneindämmung besetzt. Ich muss einen Weg auf den Sicherheitskoordinaten. Was hier? Sie und Apollo bedanken sich. Bitteschön. Oh, richtig geiles Arsenal, ne? Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Zugangscode? Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Ah, da. 4930. Ich hab doch den Code! Dämlicher. Was soll ich? Suchen Sie nach einer Hinter. Ich hab den Code. Bro, hier, guck! Ah. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Ups, jetzt habe ich verdrückt. Oder 3-0. Okay, bitte, danke. Speichern. Ich muss ihn zuerst abschalten. Das 3-0 und nicht 0-3. Ja. Da lang. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon, oder? Aber wieso habe ich noch Flammenwerfer-Munition bekommen? Obwohl ich gar keinen mehr habe jetzt. Irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber bitte. Über Munition beschwere ich mich nicht. Sehr. Ricardo, so, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Sylvia, etwas stimmt. Man muss sich jetzt lang darunter, ne? Ja. Nicht mit ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. So, Nummer 2 haben wir jetzt auch. Hier ist das zweite Ding. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Apollos System überhitzen, werden Sie neu starten. Hier durch, ja.
Und jetzt? Ah, hier. Wie viele... Da geht ja genug Batterien, habe ich noch. Das wird knapp. Ach, passt schon. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Synthet. Ich auch. Speichern. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Welchen Weg nehme ich? Welcher wird weniger stressig? Rechter Hemmsphäre, link ich. Auch das hier. Nope. Wieder mal heilen. Da wieder durch, dankeschön. Oh, Gasmaske. Ist ja nett. Etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen sie sich um 180 Grad. Oh, hey. Mit all den endlosen Präsentationen und Türen sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten, und da Apollo gerade erneut. Ne, hier nicht. Ich habe gar keine Waffen mehr. Oh, verdammt. Ziemliche Beförderung, wie? Komm, jetzt lass mich doch hier. So, habe ich das auch. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Oh oh. Will ich? Ich will. Hau ab. Und jetzt? Ach. Heide, wirklich? Das ist ja lästig. Nee, noch eins zu früh. Okay, ich muss alle von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Ich hab's doch gerade eingeschaltet. Mann, Mann, Mann. Aha. Jetzt muss ich wieder da zurücklaufen, oder wie? Was? Was ist los? Keine Ahnung. Was jetzt mit der Musik hier war? Ist es doch auch nicht. So, hier ist irgendwas, ja? Aha. Die Sicherheitskapazität zu sehen, lol.